Hey und ganz herzlich willkommen zum Springreiten und dem dritten Teil des Updates. ja, wir fangen jetzt wieder bei Johanna an und unser eigener Springreiten-Wettbewerb. Mandy, ich bin immer noch beeindruckt von deinem Reittalent, das du in den letzten zwei Wettbewerben bewiesen hast. Wir haben einen neuen Wettbewerb, den du ausprobieren kannst, wenn du möchtest. Wir lassen nicht jeden dafür zu, da die meisten Reiter diese Woche Anfänger sind. Aber ich glaube, du wärst eine ideale Kandidatin. Also machst du mit? Toll, ich freue mich, dass du mitmachst. Wenn du an mir vorbei zur Wettbewerbsstrecke reitest, triffst du auf ein Mädchen namens Janika. Rede mit ihr und grüße sie von mir. Dann öffnet sie unsere eigene Springreitenstrecke für dich. Viel Glück. Dankeschön. Moment. So, weiter geht's. Da vorne ist sie. Hey, wie geht's? Ich habe gehört, dass du Johanna geholfen hast. Das ist wirklich nett von dir. Also bist du hier, um am Springreiten-Wettbewerb teilzunehmen? Cool, mit welchem Pferd willst du antreten? Starjumper? Sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Glück, Mandy. Starjumper, der Stern Springer? Der ist ja eigentlich ein Springpferd. Es ist schon eine Größe. Boah, ist das groß. Das ist echt sehr, sehr hoch. Oh Gott. Hier sollte man vielleicht etwas langsamer halten. Oh, okay. Da muss man rum. Rum, rum, rum. Oh, okay. Oh, man kann da durchrennen. Also alles gut. Oh, das ist ein Weitsprung. Oh mein Gott, das ist cool. Oh. Das ist, ich würde sagen, Klasse M, oder? Oh, man kann da durchrennen. Aber ich will trotzdem nochmal springen. Boah, wie hoch ist das denn? Hier ist gar nichts mehr. Also man kann da eigentlich einfach durchrennen. Dann kann man eine bessere Zeit machen. Aber ich finde das Springen bei diesem Rennen eigentlich viel cooler. Oh, das ist mega cool. Oh super, einfach fantastisch. Das war ein toller Ritt, gut gemacht. Bring nächstes Mal eine Freundin mit, damit ihr euch gegenseitig herausfordern könnt. Ich mache das gleich nochmal. So, einmal vorspulen. Ich will mal gucken, was man da für Zeiten raushauen kann. So, das erste war ja hier rum. Okay, das bringt anscheinend doch nicht so viel. Oh, da muss man dann. Nein, das war voll schlecht, okay. Wenn man hier kann man, oh, nicht durchrennen. Da kann man wirklich nicht durchrennen. So, da kann man bestimmt wieder, genau. Da kann man nicht durchrennen. Okay, durch diese kann man nicht durchrennen. Aber durch den Rest. Das ist gut so. Ah. Ja, jetzt einmal mache ich es noch. Ich teste es sehr, sehr gerne. Also, bitte nicht wundern. So, hier kann man durch, da kann man auch durch, da auch, aber dort nicht. Und da bin ich schon, ui. Na, Highscore wird es jetzt nicht unbedingt. So, hier rum. Dann springe ich ein bisschen früh ab. Aber das ist so ein Weitsprung, ne? Also ich mache das hier alles mit Absicht, dass ich das alles nur mal angucken kann. Genau. Ich habe das ja immer noch an. Habe ich voll vergessen. So. Da habe ich ja schon alles rausgepackt. So ist ein Sprungwettbewerb. Das ist komplett gewollt. Und dennoch. Naja, wenn man jetzt nicht so viel fällen würde, wäre das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also, man kann durch die Hindernisse reiten. Es ist möglich und ich denke, man wird dadurch eine gute Zeit bekommen. Ich wünsche euch beim Rennen reiten ganz viel Spaß. Wir haben ja jetzt drei Rennen diese Woche und ja.
Es wird bestimmt sehr viel Spaß machen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!